Es hat so magisch ausgesehen. Es war, als wäre ich gerade direkt ins Auenland gefahren und der Frodo wird gleich um die Ecke biegen. Alle Strapazen waren da in dem Moment vergessen. Ich fühle mich einfach in den Bergen zu Hause. Das war einfach magisch. Also Silvretto-Hochheimstraße, unglaublich schön. Das ist schön da. Also absolut spontane Silvretta-Challenge. Wir sind einfach nur stehen geblieben, um Fotos zu machen von unserem Bike. Kommen die netten Herrschaften da daher von einem Modelabel. Sie wollten sich ein Motorrad ausbauen für ein Fotoshooting und es wurde die BMW. Wir haben einstimmig aus Mitleid entschieden, dass ich 3 extra Punkte bekomme. Ich kann eh nicht mehr gewinnen und dafür, dass jetzt meine BMW abgelichtet wird. Aber die hat er echt verdient. Ich habe wirklich mit allen Mitteln versucht, das sie von meinem Moped zu überzeugen, weil ich wirklich finde, dass es das Schönste ist. Aber sie wollten die BMW. Bayerischer also. Ingenieurskunst. Schau, wie stolz der Howie ist. Das macht nachdem ich fast zu weinen begonnen hätte unter dem Helm, ich dachte, ich bin verloren in der Schweiz. Morgen von unserer letzten Etappe. Wir sind noch in Galtür. Wir haben einen kleinen Abstecher über die Silvretta gemacht. Gut geschlafen, alle? Ja, also wir stehen noch oder sitzen noch. Aber wir sind platt ein bisschen, gell? Jetzt auf 1500 Meter merkt, es wird frisch, also muss man schon mal die zweite Unterwäsche anziehen. Mhm. Also, Gregor, du uns zu sagen. Buongiorno ragazzi, benvenuto in Italia. Eure Reise nähert sich dem Ende und deswegen ist es Zeit für eine letzte große Challenge, das Grande Finale und danach ein mächtiges Festessen. Und das kombinieren wir jetzt einfach. Ihr müsst das typischste italienische Gericht, Ekla, Pizza, über den Stelvio bis zum Ziel bringen. Dafür schnallt euch den Pizzakarton, mir komplett egal wie, auf euer Motorrad, beschwört den inneren Pizzaboten herauf und los geht's über das Stilfser Joch bis nach Trafoi. Dort werden dann die Temperatur und der Zustand eurer Pizza bewertet. Die wärmste Pizza im besten Zustand gewinnt, also sind ein runder und doch schneller Fahrstil gefragt. Forza! Geil! Okay, aber mega Idee. Das ist lustig, das ist witzig. Ach du Scheiße, wenn du die Pizza da vorne hast, wie willst du denn da noch? Also meine hat ja eh schon Wendekreis wie ein LKW. Weißt du, wer gewinnt? BMW. Ja, hab ich schon dreimal geglaubt in dieser Reise. Na komm, gestern hast du 3 Ehrenpunkte für Style bekommen, was keiner dachte. Das stimmt. Nicht für möglich geheißen. Ja. Also das sehe ich. Aber ist es jetzt wichtig, schnell zu fahren? Naja, wahrscheinlich alles. Jetzt kommt es aufs Wetter drauf an. Jetzt haben wir hier gerade, na gut, wir sind noch ein bisschen weg, aber wenn jetzt Nebel ist, dann sind die Straßen nicht einsichtig, dann mit dem Supersport darum. Also ich glaube, die Pizzen kommen alle kalt an, weil auf dem Stelvio. Das ist ewig ist hoch, da ist es eiskalt. Ja. Es wird schon nicht so heiß. Ja, wird lustig. Wird lustig, ja. Wir packen uns zusammen und es wird spannend. Sehen uns spätestens bei der Pizza. Auf dem Stilfser Joch, eiskalt. So muss es immer sein. Und so ein Kaffee oder was? Einen. Doppio. Wahrscheinlich für 1 Euro, so wie es gehört in Italien. Geil.
Leider muss ich die Pizza aufs Schilterjoch bringen und es geht um Zeit. Wir haben ein Spiel. Dankeschön. Oh, ich weiß, wie es um die laufen geht. Das ist anstrengend. Also meine Strategie ist, ich habe jetzt diese Tasche hier umgedreht, damit ich einen halbwegs geraden Untergrund für die Pizza bekomme. Die Kollegen haben Stress, ich nicht, weil ich habe die beste Strategie von allen. Weil es mich aufregt, dass der Tibor schon wieder hat er zuerst seine Pizza bekommen. Das gibt's doch nicht. Und zwar habe ich einen Underseat-Auspuff. Und wenn ich das hier irgendwie festtapen kann, dann glaube ich, bleibt sie heiß von oben. Hä? Ich will gerne. Danke. Okay. Stabil. Leute, stabil. Ach, ich wollte ja eigentlich das hier noch, weil ich habe halt eine Thermo-Regenhose. Und ich dachte mir, ganz ehrlich, was man hat, kann man nutzen. Meine größte Angst ist, dass ich das Bike abfackel. Genau, wie ich dein Bike abfackel. Bombenfest. Pizza Time! Doch jetzt die Temperatur checken. Ja. Mir ist völlig wurscht, dass der Howie zuerst da war. Mir ist nur wichtig, dass der Tibor nicht zuerst da war. Referenzpizza. Ich bin jetzt aufgeregt. Okay, von mir aus. So. Oh, nicht geschnitten. Ist sie noch warm? Ja. Ist sehr warm. Hau rein. Okay, jetzt komm. Sechs. Schneller. Jetzt, 6 von 10. Hier geht es nicht um Genuss, Carlos. Schneller. So, und ich habe natürlich die Pizzadame überredet, mir ein bisschen Alufolie drum zu packen. Und ich bin auch selbstbewusst. Das fühlt sich gut an. Die Konsistenz. Ui. Ja, also das. Nee, das finde ich geht schon. Ihr müsst sie. Ich muss sie. Und ich finde, die schaut schon noch gut aus. Die ist nicht zu den Seiten rausgelaufen. Schwierig. Ach Mann. Und es ist auch so sanft, ja? Die Pizza Fuego, die muss so ausschauen. Wertung, warte mal. Sag. Es ist warmer als die. Als deine? Ja. Und ich finde, ganz ehrlich, so hässlich finde ich es jetzt nicht. Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und ich betrachte sie. 7 von 10? Ja. Ich warm. 7, okay. Okay. Krieg ich Punktabzüge, wenn ich sie nicht mehr vom Motorrad runterbekomme? Na warte, das haben wir gleich. Ah, da unten ist der Anfang. Okay. Ich hab's. Kein Überblick. Achtung. Pizza à la BMW. Shape ist gut. Shape ist dann ist super. Shape ist perfekt. Okay. Und Temperatur? Komm, BMW. Genauso gut, zumindest so gut wie die Pizza-Referenz. Also, eine 8. Ja! Boah. 3 Punkte für die BMW, Zustand oder? Zustand ist mega. Du hast auch die beste Idee gehabt. Das muss man Zustand auch ist wirklich gut, kennen. Ja. Und crunchy. Ich muss es aber auch noch bewerten. Mhm. Ja, gut, Mann. Das ist ja Zucker. Das Ding. Schau mal die Bremse an. Bei Pizza ist eiskalt. Ja, scheiße schaut die aus. Oh, mit dem Handbuch. Naja, optisch. Die hat jetzt so ungefähr 30 Kurven die Knie zusammendrückt kriegt. Aber dafür schaut es gut aus. Ja. Das ist der Juliane. Die war hochgefroren oben. Zustand. Na, ich weiß nicht, ob Zustand, warte. Also kalt ist sie nicht. Carlos muss verkosten. Ja, Carlos geh in die Mitte, da ist nicht kalt. Ist nicht
In der Mitte. Alter. Hey, das ist Krieg darauf. Da ist alles unterwegs. Da ist alles unterwegs. Da ist. Ja, Entschuldigung, ich bin. Zustand ist super. Aber es ist eiskalt. Und was richtig krass ist, da fahren Leute Motorrad hoch und Autos, die dir teilweise die Straßenseite nehmen, also den Platz nehmen. Das ist, boah, ich muss erstmal einen Druckausgleich machen. Jetzt höre ich euch. Geil war's. Lieber Zuseher vor den Bildschirmen, es ist zu weit. Wir küren den Gewinner oder die Gewinnerin des Race Around Austria 2023. Beginnen wir auf Platz 3 mit 16 Punkten. Howie, also meine Wenigkeit. Dritter Platz. Sieger der Herzen. Aber 16 Punkte. Nicht so schlimm. Wow. Weil nur mit einem Punkt mehr, mit 17 Punkten auf Platz 2, die Juliane. Oh. Yeah. Ich sag ja immer Mittelmaß. Aber wie es zu erwarten war, 19 Punkten. Wer könnte das jetzt sein? Der Carlos! Yeah. Natürlich Tibor. Mein Pizza war super. Na, Tibor, cool. Sieger des Race Around Austria. Wohlverdient. 2023. Wir haben keinen Problem. Schön war es mit euch. Ja. Schön war es mit euch. Es war sehr lustig. Es war sehr anstrengend, aber es war extrem lustig. Wir haben viel gelacht. Das Ganze wäre nicht möglich gewesen, ohne Gregor halt auch, der sich jetzt Challenge überlegt hat. Aber ohne unsere Kameraleuten, Patrick Berger und Carlos Dominguez Sanchez, der jetzt seinen neuen Mini Cooper besitzt. Die spontansten Jungs ever, weil wenn die Challenge echt zu, nicht, es ging nicht um die Herausforderung, sondern einfach, wenn es einfach die Zeitplan überschritten hat, dann sind die zwei echt immer on point gewesen. Also dieses Fußballgeschichte war mega. War spontan. Und diese spontanen Sachen, das war klasse. Das war wirklich klasse. Ja. Muss man wir wirklich waren, sagen. Wir waren eine coole Truppe auf jeden Fall. Und der erste Tag, wo ich zu euch gefahren bin, wo wir uns dann in Ungarn getroffen haben, da habe ich echt gedacht, was habe ich mich an? Das ging 4 Stunden in meinem Kopf. Mhm. Auf warum, wieso, weshalb auf einer R6? Mir tut alles weh und so. Und jetzt bin ich so zusammengeschweißt mit diesem Tor, dass ich es richtig cool finde. Und ich bin sowas von verliebt in diese Suzuki. Also ich bin so happy, dass die, also ich will es jetzt nicht verschreien, weil ich meine, ich habe noch einen langen Heimweg auf Achse. Aber bisher hat die so gut durchgehalten. Und die Suzuki GSX-R 600 ist ja eigentlich ein Motorrad für mich, mit dem ich schon mal was sehr, sehr, sehr Negatives erlebt habe. Ah, stimmt. Und zwar meinen Unfall 2019, der echt übel war. Und ich bin so ein bisschen abergläubischer Mensch. Und dann dachte ich mir erst, was soll ich die wirklich nehmen und was ist. Aber total Blödsinn natürlich. Und jetzt hat die mir so viel Spaß gemacht. Und die war so zuverlässig. Und wir alle fanden die eigentlich super geil zum Fahren. Die war cool, ja. Fahrwerk top, alles top. Aber das erzähle ich euch alles dann im Review-Video. Ja, so meine BMW, weiß ich, die war halt dabei. Die war so ein gediegener, problemloser Begleiter. Problemlos, ey? Ja, ich meine, jetzt wird der Starter ein bisschen laut. Ich glaube, der hängt ein bisschen. Okay. Mal schauen, ob es noch durchhält die nächsten 2 Tage. Ihr könnt euch kein neues Motorrad leisten. Ihr habt entweder etwas Altes und ihr macht so eine Geschichte. Naja, und dann nehme ich halt Werkzeug mit. Und was mache ich? Ja. Ich rufe entweder meinen besten Freund an oder einen, der schrauben kann. Oder ich google oder. Das heißt, ich kann mit ganz wenig Budget... Oder ich hole mir eine Suzuki GSX-R 600, weil dann braucht ihr auch gar keinen. Ich habe richtig Spaß. Und um das geht es ja. Es geht ja nicht darum, sich einfach das Tollste, das Beste zu kaufen. Sicherlich, es geht immer besser. Aber schaut mal, was wir für einen Spaß hatten. Und ich werde diese Zeit mit dieser R6, nicht, dass ich das jetzt ein tolles Motorrad finde, aber ich werde diese Zeit nie vergessen. Das ist da eingebrannt und das ist das. Und deine BMW genauso, deine Suzuki genauso. Ja. Man schweißt einfach zusammen und das ist das, was mich am meisten abgeholt hat. Ja. Voll. Mhm. Und was wir natürlich auch immer empfehlen wollen, ist, macht es so wie wir, kommt zu den Mohos. Ja, absolut. Wir sind gerade beim Bio-Landhotel Anna in Südtirol, eben auch ein Moho. Und bisher auch alle Mohos, wo wir waren. Beim Scheidegg, wie hieß er, der Josef? Der Josef, Bergblick. Ich war jetzt in meiner Motorradlaufbahn schon in so vielen Mohos und man fühlt sich einfach als Motorradfahrer so willkommen. Ja, wie coole Geschichte. Die Schade, dass vorbei ist. Oh, okay. Scheiße, bin ich nass. Schau her, schau. Oh, Auto ab.
ein Scherz. Juliane riecht super. Ja. Ja gut, also ich hoffe, ihr hattet genauso eure Freude am Race Around Austria wie wir. Orge-Zeit. Und ich hoffe, ihr hattet auch einen Spaß vor euren Bildschirmen und wurdet vielleicht sogar inspiriert, das nachzustellen. Unser Tipp, nehmt euch mehr Zeit, dann könnt ihr es auch wirklich genießen. Tibor, unser großer Sieger. Ja. Juliane, Howie, auf euch, auf eine gemeinsame Tour. Und es war kein Race Around Austria, es war ein Ride Around Austria. Ja. Aber der Titel hat es auf jeden Fall spannend gemacht. Ja, das stimmt. Irgendwo stimmt es auch. Zum Wohl. Servus.